Polizist zu sein, ist bei weitem kein einfacher Job. Du willst es wahrscheinlich, wie die meisten anderen Menschen, nicht wahrhaben, aber fest steht, die meisten Menschen standen schon mal im Visier eines Serienmörders, auch du. Ein Serienmörder jagt genauso wie das andere Raubtier auch, nur viel vorsichtiger. Er darf sich schließlich keine Fehlschläge erlauben, sonst ist Schluss mit ihm. Ich kenne mich damit gut aus, glaub mir. Sie sitzen teilweise den ganzen lebenslangen Tag auf einer Parkbank herum, so wie wir gerade, wenn ich dir von diesem grausamen Beruf erzähle, und dort warten sie dann auf ein geeignetes Opfer. Ich drehe meinen Kopf zu dir und du schaust interessiert in meine Augen. Die kalte Nachtluft umgibt uns, unser Atem steigt in kleinen Wölkchen empor, untermalt vom leisen Plätschern des Flusses zu unseren Füßen. Übrigens sind Serienmörder, was ihre Opfer betrifft, nicht wirklich wählerisch, fahre ich fort. Es geht nicht um rote Haare oder blaue Augen, nein, so ist es nicht. Die Chance ist es, die zählt. Wenn die Situation stimmt, wird auch gerne eine alte Frau erlegt, anstatt eine jungen. Und es kommt vor, dass sich Menschenjäger zwar an ihre Opfer pirschen, aber im letzten Augenblick abbrechen, wenn zum Beispiel gerade ein Tourist vorbeikommt, deren Angriff glücklicherweise vereitelt. Mord ist auch für die Täter selbst kein einfaches Hobby. Diese Typen sind oft krank und werden aus Verzweiflung oder von irgendwelchen Stimmen dazu gedrängt zu töten. Manche brauchen nach ihrer Arbeit aber auch einfach nur einen Kick. Viele Menschen im Umfeld bekommen gar nichts davon mit. Nein. Du siehst solche coolen Gestalten wie Hannibal Lecter oder Jigsaw im Fernsehen und findest sie cool. Ja, geilst dich an ihnen auf. Das tust du doch, oder? Tust das nicht? Findest du sie nicht vielleicht sogar romantisch? Du hast ja keine Ahnung. Denn du hast, so wie all die anderen, ein falsches Bild vor Augen. Du hast noch nie eine nackte Kinderleiche im Wald oder eine zerstückelte Frau auf einem Obduktionstisch erblickt. Erklingt meine diesmal hasserfüllte Stimme. Du schaust mich erschreckt an. Ein Wutausbruch wegen dem, was sich mir ins Gedächtnis gebrannt hat, hat dich offensichtlich überrascht. Polizist zu sein, ist bei weitem kein einfacher Job. Es ist oft schwer, nach der Arbeit abzuschalten. Verzweifelt blicke ich zur gegenüberliegenden Uferpromenade. Serienmörder sollte man fürchten, nicht verehren. Da sieht man mal wieder, in was für einer verkommenen Gesellschaft wir leben. So sinnlos das alles, der Kampf gegen das Böse. Ich schüttle angewidert den Kopf. Politiker schicken tausende Flüchtlinge in ihr Verderben, dürfen Länder regieren und andere werden für einen einzigen Mord hingerichtet. Da kann man ja eigentlich noch den Kopf schütteln. Nickend stimmst du mir zu und ein nachdenkliches Seufzen erklingt aus dem Mund. Vielleicht sollst du in die Politik eintreten. Wir müssen lachen. Dann fährst du fort. Also, so gut wie jeder stand schon mal im Visier eines solchen Menschen. Nur weiß das eben keiner. Außer den Tätern und den Opfern selbst. Nachdenklich legst du einen Finger an dein Kinn. Aber woher denn dann du? Polizist zu sein, ist bei weitem kein einfacher Job. Man braucht Hobbys, um ihn zu ertragen.